gerne lassen sich auch Nazi-Größen wie Propagandaminister Josef Goebbels bei ihren Besuchen auf dem Berghof filmen. Einladungen auf den Obersalzberg sind bei den Nazi-Größen sehr begehrt. Wenn er sich auf dem Berghof aufhält, entflieht er dem Alltag in Berlin. Doch es beginnt eine andere Routine, die auch ganz von dieser Figur des Führers bestimmt wird. Wenn er spricht, müssen alle schweigen. Und er redet sehr lange. Vieles ist dort in seiner Gegenwart verboten, das Rauchen und so weiter. Alle sprechen ihn mit "mein Führer" an, sogar seine engste Umgebung. Niemand außer vielleicht Eva Braun pflegt einen vertrauten Umgang mit ihm. Das ist schon ein merkwürdiges Privatleben. Ein Privatleben, das in Wirklichkeit Teil der öffentlichen Person ist. Von dem gesellschaftlichen Leben auf dem Obersalzberg ist nur die Erinnerung einer merkwürdigen Leere geblieben, schreibt Albert Speer später. In den Hunderten von Gesprächen wurden Fragen der Mode, der Hundeaufzucht, des Theaters und des Films, der Operette und ihrer Stars behandelt. Es gibt endlose Filmvorführungen, darunter auch Mickey Mouse-Filme. Es scheint sich um eine Flucht aus der Realität zu handeln. King Kong, die bengalischen Krieger, solche Abenteuerfilme gehören dazu. Wir wissen, dass er Musik liebt und geradezu unersättlich ist. Wagner steht ganz oben auf der Liste, aber auch Beethoven, Bruckner und andere. Leichtere Unterhaltung genauso, Operetten und Schlager. Natürlich interessierte er sich für Architektur und Kunst. Man kann also nicht sagen, dass er sich nur mit Politik beschäftigt. Aber die Politik beherrscht alle Bereiche und alles lässt sich darauf reduzieren. Der Führer ist ein Langschläfer und isst erst gegen 15 Uhr zu Mittag. Danach bricht der Diktator mit seinen Gästen meistens zu einem ausgedehnten Spaziergang auf. Unter vier Augen kommen bei dieser Gelegenheit auch heikle politische Fragen zur Sprache. Die Breite des Weges lässt nur zwei Personen Raum. Und so gleicht der Zug einer kleinen Prozession. Immer gleich ist das Ziel, der Aussichtspunkt am Moslaner Kopf. Von hier aus hat man bei gutem Wetter einen herrlichen Blick Richtung Salzburg. Am Moslaner Kopf hat Bormann für Hitler ein Teehaus errichten lassen. An der Kaffeetafel, so erinnert sich Albert Speer später, verlor sich Hitler besonders gern in endlose Selbstgespräche, deren Themen der Gesellschaft meist bekannt waren und denen sie daher mit gespielter Aufmerksamkeit unaufmerksam folgte. Gelegentlich schlief selbst Hitler über seinen Monologen ein, schreibt Speer. Die Gesellschaft unterhielt sich dann im Flüsterton weiter und hoffte, dass er rechtzeitig zum Abendessen wieder aufwache. Man war unter sich. Zurück fährt die Gesellschaft mit dem Auto. Höhepunkt von Bormanns rastloser Bautätigkeit auf dem Obersalzberg ist 1938 die Errichtung eines Teehauses auf dem Kehlstein in 1834 Metern Höhe. Als offizielle Gabe der Partei zu Hitlers 50. Geburtstag am 20. April 1939. Damit der Führer sein Geschenk überhaupt erreichen kann, müssen eigens eine Straße zum Kehlstein sowie zwei Entlastungswege angelegt werden. 3.800 Arbeiter bauen binnen 17 Monaten Asphaltstraßen in einer Gesamtlänge von 12 Kilometern. Ganze Streckenabschnitte müssen in den Fels gesprengt werden. Sperrposten ist es zu verdanken, dass keine Unfälle verzeichnet sind. Dass es aber bei Steinschlag zu keinen größeren Verletzungen kommt, ist wohl eher Zufall. Trotzdem kommen bei den gefährlichen Bauarbeiten insgesamt 9 Männer ums Leben. Ab 1938 werden wegen des hohen Bedarfs auch eigens angeworbene italienische und tschechische Arbeitskräfte am Obersalzberg eingesetzt.
Es gehe zu wie in einer Goldgräberstadt, meinen Spötter in Hitlers Umgebung, nur dass Bormann keines finde, sondern es nur herausschmeißen würde. Auf der Spitze des Hitlerschen Privatberges, erinnert sich Albert Speer an die Bauarbeiten, errichtete Bormann ein Haus, das aufwendig in einem ins Bäuerliche abgewandelten Dampferstil möbliert war. Und Speer vermutet, allein in die Zufahrt zu diesem Haus, das Hitler nur einige Male besuchte, verbaute Bormann 20 bis 30 Millionen. Durch einen 126 Meter langen Tunnel erreichen auch heute noch alle Besucher einen Aufzug, der sie 134 Meter hoch direkt ins Kehlsteinhaus befördert. Wo heute bayerische Speisen und Getränke jährlich Hunderttausende Touristen locken, waren nach der Fertigstellung nur ausgewählte Besucher zugelassen. Möglicherweise ist die Anlage doch mehr Ausdruck der Machtbesessenheit des Parteisekretärs, denn seines Führers. Denn als der Kehlstein schließlich fertig ist, lässt Hitler sich dort nur selten blicken. Angeblich leidet er unter Höhenangst. Im Herbst 1938 stellt er sich dort mit der Familie Goebbels zum Gruppenfoto auf. In der gleichgeschalteten Presse soll ein aktuelles Bild der Vorzeigefamilie präsentiert werden. Ein paar Wochen zuvor gefährdete eine Affäre mit der Schauspielerin Lida Barova Ehe und Karriere des Propagandaministers. Nur ein Machtwort des Führers konnte Goebbels zur Trennung von seiner Geliebten bewegen. Auch in den Fotoalben von Eva Braun finden sich seltene Fotos vom Besuch Hitlers auf dem Kehlstein. Ob es Traum oder Wirklichkeit sei, fragt sich ein französischer Besucher. Das Werk eines normalen Geistes oder eines Menschen mit Größenwahn, der von seinem Machtwillen besessen die Einsamkeit suchte? Vielleicht ein Opfer der Angst? Im inneren Zirkel wissen alle Bescheid über die besonderen Lebensumstände Hitlers. Niemand nimmt mehr Notiz davon, dass Eva Braun bei solchen Gelegenheiten ganz selbstverständlich die Dame des Hauses spielt. Der Kehlstein zählt heute zu den beliebtesten Touristenattraktionen im Berchtesgadener Land. Auch wenn Nebel den atemberaubenden Blick auf die Alpen und den Königssee unmöglich macht. Aus aller Herren Länder kommen die Besucher, um bayerisches Lokalkolorit zu genießen. Mehr als 200.000 sind es pro Jahr. Wie viele von ihnen tatsächlich wissen, zu welchem Zweck die Anlage einst errichtet wurde, ist unklar. Schweinebraten und Weißbier entschädigen bei schlechtem Wetter für die fehlende Aussicht. Hitlers Gäste empfinden die kleinbürgerliche Idylle auf dem Berghof als berauschend. Alljährlicher Höhepunkt, die Silvesterparty. Der bekennende Vegetarier Hitler bekommt am 31. Dezember 1938 ein eigenes Menü. Die Speisenfolge dokumentiert Eva Braun in ihrem Fotoalbum. Welche Ergebnisse der Diktator beim Bleigießen erzielt, ist unbekannt.
Genau 8 Monate später wird Adolf Hitler den furchtbarsten Konflikt der Menschheitsgeschichte entfesseln. Den Zweiten Weltkrieg. Mit 60 Millionen Toten. In Hitlers Nähe, erinnert sich Albert Speer später, widerstanden nur Einzelne den Versuchungen des Hofstaates. Hitler selbst leistete dieser Entwicklung keinen sichtbaren Widerstand. Die besonderen Bedingungen seines Herrschaftsstils, glaubt Speer, hätten ihn in wachsende Vereinsamung geführt. Zu menschlichem Kontakt sei er generell unfähig gewesen. Diese Gesellschaft diente ihm zur Stütze im Grunde genommen. Mit diesen Menschen führte er eben sein privates Leben, wohingegen er ja seine eigene leibliche Familie völlig draußen vorhielt. Mit denen traf er sich aber gesondert. Die hatten auf dem Berghof seit 1936 überhaupt nichts verloren. Das heißt, er suchte sich seine Familie, seine Ersatzfamilie, selber. Dieser Zirkel war ihm offenbar so wichtig, dass er immer wieder auch vor entscheidenden Situationen oder vor wichtigen politischen Entscheidungen sich auf diesen Berghof zurückzog und innerhalb dieses Zirkels sehr wichtige politische Entscheidungen traf. Im August 1939 ist Außenminister Joachim von Ribbentrop Gast auf dem Berghof. Während der Frieden in Europa am seidenen Faden hängt, schottet sich der Führer von der Ministerialbürokratie ab und schart seine engsten Vertrauten um sich. Ribbentrop soll nach Moskau reisen, um einen Nicht-Angriffspakt mit Stalin zu schließen. An dieser Situation kurz vor Unterzeichnung des Hitler-Stalin-Paktes auf dem Berghof sieht man, wie sehr alle dort Anwesenden, die zum sozialen Zirkel Hitlers Gehörenden, mitfieberten und wie sehr sie teilnahmen an dem, was politisch passierte. Eva Braun fotografierte die Situation, als Ribbentrop sich in Moskau befand und die Unterzeichnung kurz vor der Verkündung stand. Diese angespannte Situation auf dem Berghof. Und das zeigt natürlich, dass die Frauen alle eingeweiht waren. Das bleibt ja gar nicht aus, wenn man die Abende und die Wochenenden oder überhaupt über Wochen hinweg zusammen verbringt, dass man natürlich darüber redet. Das war ja auch von ganz entscheidender Bedeutung. Es gab keine Trennung bei Hitler zwischen privatem Leben und politischem Leben. Das gehörte immer zusammen. Nervös wartet Hitler an diesem 23. August auf die erlösende Nachricht aus Moskau. Das wird wie eine Bombe einschlagen, freut sich der Diktator, als Außenminister Ribbentrop den Pakt mit dem Teufel bestätigt. Niemand hätte dem sowjetfeindlichen Dritten Reich einen solchen Coup zugetraut. Ein Fanatiker kann gleichzeitig auch Realist sein. Und Hitler war lange Zeit beides. Entscheidend ist, dass er eine fanatische Einstellung zu 2 oder 3 wesentlichen Punkten hatte. Dass die Rasse eine Bestimmungsgröße der Geschichte sei, dass die Juden verschwinden müssten, was immer das bedeutete, und dass Deutschland mit dem Schwert Lebensraum erobern müsse, um zu überleben. Diese Überzeugungen hatte er spätestens Mitte der 20er Jahre gewonnen und hielt unbeirrt daran fest. Man konnte diese Überzeugungen eine Zeit lang taktischen Überlegungen unterordnen oder sie anpassen. Längst haben die Schergen Hitlers, SS-Chef Heinrich Himmler und sein Vollstrecker Reinhard Heydrich die brutale Unterdrückung Polens in allen Einzelheiten vorbereitet. Bei einem Besuch auf dem Berghof erstatten sie Bericht. Sogenannte Einsatzgruppen aus Sicherheitspolizei und Sicherheitsdienst sollen das führende Polentum liquidieren, denn Hitler will das Land dauerhaft besetzen. Die Mörder bekommen freie Hand, weil die Verabredungen des Außenministers in Moskau garantieren, dass Stalins Rote Armee nicht eingreift, sondern den Ostteil Polens selbst besetzt und annektiert. Ist das möglich? Ein skrupelloser Kriegstreiber und fanatischer Massenmörder, der als treusorgender Patriarch auf dem Berghof Freude daran hat, die Kerzen am Weihnachtsbaum anzuzünden und ein ausgesprochenes Bedürfnis nach dem Glück familiärer Freuden hat, wie sich eine seiner Sekretärinnen später erinnert?
Die Traumwelt einer ungesättigten Seele sei das gewesen, fügt sie hinzu. Doch die innere Unruhe und Haltlosigkeit habe sich schon bald in Gefühllosigkeit und Unmoral verwandelt. Und, sie behauptet, der Tod eines Menschenwesens berührte ihn überhaupt nicht. Er sah die Menschen nur als Glieder einer langen Kette, als deren erstes er sich selber betrachtete. Kinder waren in seinen Augen nur noch das Potenzial, nach dem der mehr oder weniger große Lebensraum des Volkes bemessen wird. Allen Jenseitsgedanken abhold fand er es normal, dass von seinen SS-Horden die Asche der in den KZ-Lagern verbrannten Leichen zur Düngung der Gemüsegärten verwandt wurde. Zur Sicherheit des Diktators sind die Wachmannschaften am Obersalzberg immer wieder verstärkt worden. Nicht weit von seinem Privathaus lässt Martin Bormann eine Kaserne für die SS-Wachmannschaften des Reichssicherheitsdienstes mit Mannschafts- und Wirtschaftsgebäuden errichten, dazu eine Dienstwagen und eine Turnhalle. Man befürchtet Mordanschläge auf den Führer und so wird der Obersalzberg zum Hochsicherheitsgebiet. Aus sicherer Entfernung filmt Eva Braun eine Einheit der SS-Leibstandarte, die zum Empfang des italienischen Außenministers Graf Ciano angetreten ist, der mit Hitler über den Kriegseintritt Italiens verhandelt. Bei offiziellen Anlässen muss sie von der Bildfläche verschwinden. Wer dieses Foto des Besuchers aus der Nähe gemacht hat, ist unklar. Eva Braun kommentiert es in ihrem Fotoalbum so: Da oben gibt es Verbotenes zu sehen. Mich? Hitler teilt dem Verbündeten seinen Entschluss mit, Polen anzugreifen. Graf Ciano erkennt, dass nichts mehr zu machen ist. Er hat beschlossen, zuzuschlagen, und er wird zuschlagen. Abfahrt aus der Fremdenzimmerperspektive nennt Eva Braun diese Schnappschüsse von der Abfahrt des Staatsgastes. So kommt dem Obersalzberg auf dem Weg in den Zweiten Weltkrieg eine besondere Bedeutung zu. In der Abgeschiedenheit des privaten Domizils fällt die Entscheidung über Krieg und Frieden.